Wer war Eduard von der Heydt? Eduard von der Heydt war der Gründer des Museums Riedberg. Ohne ihn gäbe es dieses Museum nicht. 1920 begann Eduard von der Heydt gleichzeitig asiatische und auch afrikanische Kunst zu sammeln. Von der Heydt hatte verschiedene Wohnsitze und lebte dort auf ganz unterschiedliche Weise mit seiner Kunst, die er stets mit der Öffentlichkeit teilte. So vielfältig und umfassend wie von der Heydt sammelte kaum jemand in seiner Zeit. Er definierte für sich, was Kunst war, und er fand diese Kunst auf allen Kontinenten und in allen Zeiten. Diese biografische und dokumentarische Ausstellung zeigt die Welt eines Privatsammlers und stellt die Kunstwerke in einen einmaligen Zusammenhang.